Liebe Zuschauer, wenn Sie sich mal an Ihre Kindheit zurückerinnern, hatten Sie da nicht auch einen Traum, vielleicht, dass Sie mal ein Architekt werden wollten von vielleicht berühmten Schiffen, von berühmten Architekturen? Das hatte, glaube ich, jeder mal so einen Traum, ne? Ob Frau oder Mann. Und heute haben wir etwas ganz Tolles, was Ihre Kindheitserinnerungen wieder aufleben lässt. Und ich glaube, das ist auch so eine Kindheitserinnerung von dem Kai. Liege ich da richtig? Ja, ist es so. Definitiv. Ja, wusste ich doch. Also Tatsache ist, dass Holzspielzeug oder Holzbausätze in meinem Alter noch ein bisschen mehr als bei Anne, irgendwas, eine Sache waren, wo man gern dran zurückdenkt. Ich kann mich an viele Leute erinnern, die zum Beispiel Buddelschiffe gebaut haben oder große Holzschiffe, die dann wirklich ganz filigran gemacht worden sind. Und zwei Dinge wollen wir Ihnen, gucken Sie mal, wie süß das Schiff aussieht. Zwei verschiedene Arten in dieser Sendung, die wir Ihnen anbieten wollen. Als allererstes mal hier einen Dreiersatz an total süßen, ganz knuffig gemachten, ja, Holzschiffen. Und das ist, glaube ich, mal eine Sache, wenn Weihnachten dann so da ist und man einfach mal wirklich wieder Zeit hat, mit den Enkeln, mit den Kindern zusammenzusitzen und mit denen auch mal wirklich was zusammen wieder zu machen. Dann denken wir, dass das ein Bausatz ist, der genau das Richtige ist, was eigentlich unter den Weihnachtsbaum sollte, ne? Ja, definitiv. Und das Schöne hieran ist ja, man kann daran noch ein bisschen tüfteln und basteln. Also nicht nur das Zusammenbasteln an sich selber macht schon viel Freude, sondern hinterher auch das Bemalen. Hier habe ich mir ein Schiff gewünscht. Man sieht es ja schon, Anni. Also das habe ich mir wirklich gewünscht mit rosa-weiß. Das sind so typisch die Mädchenfarben. Aber natürlich, liebe Herren und liebe Jungs, ihr kommt natürlich auch nicht zu kurz, denn wenn wir mal ein bisschen weiter schauen, da sehen wir auch unser Pearl-TV-Schiff. Das hat hier geankert. Und drei Stück an der Zahl kommen zu Ihnen nach Hause. Aber keine Sorge, das müssen Sie natürlich alles noch selber bemalen, alles selber zusammenbasteln. Und das macht richtig Spaß. Wie das aussieht und wie Sie sich ungefähr vorstellen können, wie das zusammengebaut und bemalt werden soll, das zeigen wir Ihnen jetzt mal in einem Film. Da haben wir nämlich mal was vorbereitet und da können Sie jetzt ungefähr mal eine Vorstellung machen, wie das denn alles funktioniert. Und die Regie sagt gerade, es dauert noch zwei Sekündchen, bis der Film läuft. Das ist gar nicht schlimm, das können wir noch überbrücken. Ne? Weißt du, an was mich das Schiff übrigens erinnert? An meinen Lieblingsfilm. Genau, an Flug der Karibik, an die Black Pearl erinnert mich das. Ganz genau. Drei Modelle. Also wir haben einmal den Fischkutter Anni, den Sie schon gesehen haben, den Sie natürlich aber auch individuell gestalten können. Dann unseren Schlepper, unser Pearl-TV-Schiffchen, was die großen, ja, sagen wir mal, Linienschiffe in den Hafen zieht. Und da finde ich es immer wieder überragend, wenn Sie mal in Hamburg waren, im Hafen mal sehen, wie viel Kraft diese kleinen Schlepper haben. Und jetzt höre ich gerade von der Regie, der Film ist fertig. Dann gucken wir doch jetzt erstmal in den Film rein, wie die ganze Sache denn vonstatten geht. Also Film ab. Hier die ganz übersichtliche Bauanleitung und die Einzelteile. Und so schnell geht es normalerweise ein paar, nicht, ne? Ja, genau. Es sind schon ein paar Sachen, die man da zusammentüfteln muss. Ist ja natürlich auch Sinn und Zweck, weil es wäre ja nicht gerade schön, wenn das Schiff schon so fertig geliefert werden würde. Sie bekommen hier wirklich alles mit, diese kleinen Fädchen, also der Bindfaden, mit dem man dann die Anker meinetwegen basteln kann oder natürlich auch die Reling oder natürlich auch die Farben. Das heißt, Sie können Ihr Schiff, Ihr Boot ganz individuell gestalten, ob rosa und pink oder natürlich auch die Männerfarben blau und grün. Das ist natürlich richtig klasse. Genau. Und natürlich, wie gesagt, was Anne schon sagte, Farben, Pinsel wie auch Leim kommen natürlich im Lieferumfang zu Ihnen nach Hause. Das heißt, Sie können mal so einen richtig entspannten Bastelabend machen. Sie werden pro Modell wahrscheinlich so 2,5, 3, 4 Stunden brauchen. Also haben Sie da wirklich mit den Kindern oder den Enkeln mal wirklich Zeit, mit denen zusammen einfach mal nicht vor der Playstation zu hängen, vom Fernseher, sondern endlich mal wieder klassisch Modellbau zu betreiben, den Kindern auch mal die Möglichkeit geben zu können, sich mal zu konzentrieren, ruhig hinzusetzen, einfach mal feinmotorisch auch zu arbeiten, um die ganze Sache so schön zu gestalten, wie sie jetzt hier steht, ne? Ich habe hier einen komischen Preis stehen. Also ich dachte eigentlich, dieser Preis gilt für ein Schiff. Aber nein, das sind gleich für drei Stück unter 25 Euro. Da kommt dieser Schiffbausatz aus Echtholz zu Ihnen nach Hause. Und das ist schon echt ein Knüllerpreis. Also wenn ich das mal mit so Kinderspielläden vergleiche, das ist schon enorm, dieser Unterschied, ne? Also ich will jetzt nicht größer darauf eingehen. Also es ist tatsächlich so, dass wir bei Pearl TV eben einfach mal wieder für einen Dreiersatz Ihnen einen unglaublich guten Preis liefern können, damit Sie einfach sagen, okay, das macht richtig mal Laune. Das ist ein kleines Geschenk, das kann man immer noch dazu tun. Und wie gesagt, drei Modelle. Hier unseren Fischkutter Anni, dann natürlich hier unseren Schlepper Pearl TV und ganz wichtig natürlich zum Schluss die Black Pearl. Jetzt aber noch unlackiert, ja? Das muss man noch dazu sagen. Also die müsste auch noch schwarz angemalt werden, aber das bleibt dann natürlich Ihrer Fantasie oder der Fantasie Ihrer Kinder und Enkel überlassen, was Sie denn aus dem Schiff am Schluss machen.
Das stimmt. Oh, ich muss die Moderationskarten umdrehen. NC9980 und die 569. Das ist die Artikelnummer zu einem absoluten tollen Spielzeug, was natürlich auch noch Spiel und Spaß bereitet. Mensch, jetzt habe ich es aber. Spieß und Spaß bereitet. Und wirklich, locken Sie mal Ihre Kinder weg von der PlayStation, vom Computer, vom Fernseher und machen Sie mal was zusammen, weil das kann wirklich sehr viel Freude machen und das für ein ganz kleines Geld. Endlich mal wieder was Sinnvolles und wie gesagt, Feinmotorik, genaues Gucken, Ruhe wird natürlich bei den Kindern auch geschult, weil man muss eben schon sehr fein und genau arbeiten, gerade wenn man die Segel aufhängt, die ganzen Taue alle dann verbinden will. Und man muss auch genau arbeiten, damit natürlich alles auch an seinem rechten Platz ist. Wir empfehlen Kindern ab 8 Jahren diese Bausätze und für den dauerhaften Spaß, das haben wir gerade eben schon gesagt, können sie eben die Modelle dann auch mit klassischem Holzleim dann richtig schön zusammenkleben. Und dann ist das natürlich auch eine schöne Sache, wenn die Enkel oder die Kinder mal irgendwann wieder kommen, das steht dann im Regal, sagen kann, guck mal, wisst ihr noch, letztes Weihnachten, das haben wir zusammen gebastelt und gebaut. Schöne Sache. Aber nicht nur die Ruhe wird gefördert, lieber Kai, sondern auch die Kreativität. Denn da kann man mal beobachten, ja, wie sieht denn das Kind eigentlich, wie empfindet ein Kind eigentlich einen Schlepper oder einen Fischkutter? Mit welchen Augen sieht es das? Und vor allen Dingen, wie würde es das gestalten? Ich finde das wirklich sehr interessant. Über 180 Teile werden dann auch mitgeliefert. Also da kann man richtig schön tüfteln und sich mal einen gemütlichen Abend zu zweit oder zu dritt gönnen. Und natürlich kriegen Sie auch Schmirgelpapier mit dazu. Das heißt, Sie können die Holzoberflächen vorher fein anschleifen, damit die Farbe natürlich nachher auch wesentlich besser deckt und das eben noch originaler aussieht als die echten sozusagen. Da können Sie sich richtig mal Mühe geben. Vielleicht haben Sie ja 2, 3 Enkel oder Kinder, wo Sie sagen, Mensch, das wäre mal wirklich toll für die beiden Weihnachtsfeiertage, für die Weihnachtsferien, um endlich mal wieder auch ein bisschen Köpfchen anzustrengen und wirklich mal back to the roots schöne alte klassische Sachen zu machen. Ich finde die 3 Modelle sehr, sehr süß gemacht. Hier auch unseren 3-Master eben, ganz toll. Hier mit Spinnacker vorne. Also sehr, sehr, sehr schön. Und das ist das, was wir Ihnen wirklich mit ans Herz legen. Ich sage es Ihnen auch nochmal, NC9980 und dann die 569. Dann kommt dieser wunderschöne dreiteilige Modellbausatz zu Ihnen nach Hause. Und da geht mir dann immer schon wieder so ein bisschen so, wenn ich ehrlich bin, das Herz auf, weil das war meine Zeit auch, als Holzspielzeug eben noch wirklich Spaß gemacht hat, man das alles zurechtsägt, zusammenklebt und einfach so sieht, wie sich der ganze Bausatz einfach so entwickelt. Vom Einzelteil bis zum fertigen Kutter. So. Wir machen jetzt eine kleine Weltreise, nämlich im Hintergrund sehen wir es schon Amerika und da kommen wir auch gleich nochmal zurück, aber wir reisen um die ganze Welt. Genau, wir fangen natürlich an in Deutschland, in Berlin, mit unserem Brandenburger Tor. Schauen Sie mal, was hier Schönes vor mir steht, das ist doch klasse und das ist selbst gebastelt. Ganz genau. Und zwar bieten wir hier Ihnen ein 5-teiliges 3D-Puzzle-Set an. Was ich an den 3D-Puzzles hochinteressant finde, ist, 2D ist ja immer Fläche. Das kann man sich dann an die Wand hängen, das macht man wieder auseinander. Und ja, meistens verschwindet es dann im Regal. Bei den 3D-Modellen ist es wirklich so, dass ich hier echt in Kleinformat die Puzzle zusammenbaue, die eben, wie jetzt hier bei uns, Bauwerke sind oder auch andere Dinge. Die Firma Ravensburger, die kennst du auch noch. Ja, einer der größten Puzzlehersteller weltweit. Die waren in den 80er Jahren irgendwann mal knapp vor dem Exitus, weil normale Puzzle nicht mehr so gelaufen sind. Mhm. Und dann gab es da einen findigen Entwickler, der gesagt hat, Moment, bauen wir doch mal Puzzles in 3D. Und das hat Ravensburger zum heute wieder dem allergrößten Puzzlehersteller gemacht. Die haben damit einen Trend losgeschlagen. Wir haben auch von einem qualitativ hochwertigen Hersteller hier 5 ganz tolle Modelle, die auch sehr authentisch und echt wirken. Und wir können es Ihnen nur empfehlen. Sie brauchen circa pro Modell zwischen einer Dreiviertelstunde bis Stunde, bis Sie einigermaßen wissen, wo kommen denn alle Teile hin. Und ich finde ein 3D-Puzzle einfach toll, weil ich nachher was zum Anfassen habe. Ich habe was dastehen und deswegen finde ich gerade diese 3D-Puzzle eben so hochinteressant. Ja, das stimmt. 31 Teile sind hier am Brandenburger Tor anmontiert worden, so rum wollte ich es eigentlich sagen. Und weiter geht es zu einem 13-teiligen Gerüst. Weißt du, was Jean Pütz gesagt hat in der Hobbithek? Erzähl. Prima Brandenburger Tor selbst gebastelt. Ne? Sehr gut, sehr gut. Also wir kommen jetzt zu unserem 13-teiligen Set. Keine Sorge, wir haben das nicht versehentlich schief aufgebaut. Ja, was könnte es denn sein? Genau, der schiefe Turm von Pisa. Und hier sehen wir ihn, der sieht wunderschön aus. Also auch wenn ich ihn umdrehe, hier ist alles gleich und auch Liebe ins Detail sogar hier. Schau mal rein, klasse, oder? Ja, ganz toll gemacht. Und das ist natürlich für die Kinder auch sehr interessant, weil man den Kindern einfach mal mit diesen 3D-Puzzles mal sagen kann, schau mal, so sehen zum Beispiel ehrwürdige Denkmale oder Bauten aus, die in Europa oder auf der ganzen Welt
verstreut stehen. Und das ist natürlich eigentlich auch so ein Learning by Doing für Kinder, genau. Weil die endlich mal auch mal begreifen, warum denn Schieferturm von Pisa, und wenn er mal da steht. Vorteil natürlich an unserem Modell ist, wenn er ihnen zu schief steht, können sie natürlich auch gerade halten. Aber das kann man mit dem Original nicht machen, ne? Ganz genau. Und da wird ja schon seit über 30 Jahren massiv dagegen gearbeitet, dass der nicht wirklich mal umkippt. Ich habe das mal vor einer Zeit in einer Dokumentation gesehen. Also was da betrieben wird, um diesen Turm überhaupt noch am Stehen zu halten. Und was mich noch viel mehr fasziniert ist, dass die Architekten damals so genial waren, dass so eine filigrane Bauweise, trotzdem sie unten gestützt wird, heute trotzdem noch in fast 18 Grad Neigung, das muss man sich überlegen, 18 Wahnsinn. Grad Neigung immer noch steht. Wahnsinn. Wir zeigen Ihnen auch hierzu mal einen ganz interessanten kleinen Film, damit Sie sich mal eine Vorstellung machen können, wie wird das gebaut. Ah, hier, das ist die Bauanleitung. Also hier ist alles wirklich Schritt für Schritt super gut erklärt. Dann natürlich die einzelnen Bauteile werden hier mitgeliefert, die werden dann herausgedrückt. Und dann kann man sie peu à peu zusammenbauen. Das braucht schon ein bisschen Zeit und auch Geschicklichkeit und ein bisschen, ja, Geduld. Räumliches Vorstellungsvermögen, räumliches vor allem auch, kann man genau. Trainieren. Und natürlich auch ein Blick, wo passt ein Teil zum anderen und wie soll das am Schluss aussehen. Wenn die Quadriga bei Ihnen auf dem Brandenburger Tor zufälligerweise unten drunter durchfahren sollte, liebe Zuschauer, dann hat irgendwas nicht gestimmt, weil die steht normalerweise immer oben drauf. Sollte sie jetzt links an einer Säule hängen, überdenken Sie es nochmal, wird auch nicht ganz funktionieren. Sollte der schiefe Turm von Pisa urplötzlich verkehrt rumstehen, überdenken Sie es auch nochmal. Nein, also da die Bedienungsanleitung. Stimmt. Also, die Bedienungsanleitungen sind sehr übersichtlich, auch für Kinder ab 8 Jahren extrem geeignet. Und wir zeigen Ihnen mal, wie denn diese Standsteile auch aussehen. Das heißt, hier haben wir vorgefertigt, natürlich Innen- und Außenfassade sozusagen schon bemalt. Und diese Teile können Sie dann ganz einfach rausdrücken und dann da passend eben einsetzen, wo sie von der Bauanleitung her auch hingehören. Ne? Tada, Bauanleitung ist hier. Also hier sehen genau. Wir auch nochmal alles Schritt für Schritt. Sehr schön erklärt. Also hier kann man eigentlich nichts falsch bauen. Also gut, den schiefen Turm von Pisa vielleicht auf dem Kopf. Das geht maximal noch. Aber ansonsten ist hier wirklich alles ganz sicher beschrieben. Also das Tolle ist natürlich, es ist alles aus Schaumstoff. Sie brauchen keine Schere und keinen Kleber. Und wenn Sie das vielleicht mal als sozusagen Wettkampf machen wollen, dann können Sie ja auch mal mitstoppen, wer denn die 3D-Puzzle schneller zusammensetzen. Das Tolle ist, wenn Sie dann mal wirklich sagen, entwickelt sich zum Staubfänger, uninteressant, können Sie es wieder auseinanderbauen, habt trotzdem was davon. Wenn mal irgendwann Ihre Kinder mit den Enkeln kommen, die auch mal irgendwas zum Spielen brauchen, sowas finde ich immer genial, weil Kinder bei sowas viel mehr Hirn und Grips benötigen, ja. Als einfach mal den Fernseher anzumachen und ständig diesen ganzen Blödsinn zu glotzen, der jeden Tag läuft. Deswegen können wir Ihnen diese Puzzle echt nur wärmstens empfehlen. Ja, aber gut, das mit dem Wettpuzzeln, das soll dann schon fair sein. Nicht, dass einer hier den schiefen Turm von Pisa basteln muss und der andere nur so ein kleines Brandenburger Tor mit 13 Teilen. Also ja, das nee, soll also dann das, schon fair sein. Das kann man sein, dann ne? schon fair machen, ja. Ja, wir reisen weiter. Ich habe gesagt, Weltreise, wir reisen nach Frankreich, nach Paris. Hier Stadt steht unser... Stadt der Liebe. Ja, die Stadt der Liebe. Warst du da schon mal? Ich war einmal in Paris beruflich und bin einfach nur abends durchgefahren, weil ich so viel zu tun hatte. Ich war noch niemals in Paris. Ich war noch niemals in New York. Das war noch was anderes. Aber da kommen wir auch noch dazu. Genau. Na, jetzt erstmal hier von Monsieur Eiffel damals zur Weltausstellung aufgebaut und konzipiert. Hier sehen Sie einfach mal, wie extrem aufwendig dieses ganze monumentale Wahnsinn. Werk. Du warst schon in Paris? Ich war schon mal sogar dort oben. Warst schon oben? Hab dafür auch ordentlich in die Tasche greifen dürfen, aber das war es mir wert. Ich stand eine Stunde an, die Schlange war unheimlich lang, aber das war es mir wirklich wert, weil das ist ja so das Wahrzeichen und das wollte ich einfach mal gesehen haben. Toll ist einfach, wenn man mal sieht, das ist ja damals alles noch genietet worden aus speziellen ja. Stahlteilen. Monsieur Eiffel war damals ein begnadeter Konstrukteur, der eben gesagt hat, in dieser Bauhöhe zu bauen geht aus Stahl und tatsächlich ist dann dieses wunderschöne Kunstwerk draus geworden, was eben heute Frankreich oder besser gesagt Paris eben so prägt und jeder weiß, wenn er dieses Bauwerk sieht, an was er denken muss. Wie viele Teile haben wir denn da jetzt? 39 Teile sind hier, also schon ein paar mehr als beispielsweise beim Brandenburger Tor. Da würde ich zum Beispiel, dir würde ich den Eiffelturm geben und mir das Brandenburger Tor, wenn wir jetzt gegeneinander puzzeln würden. Das wäre fair. Das wäre fair. Dann hättest du so ein bisschen Vorteil. Ich hätte 39 Teile, du 13. Das klingt mehr schlimm. Als fair, Anne, das ja. Muss ich auch schon sagen. Ja, definitiv. So, wenn wir jetzt aber, und jetzt machen wir nicht da weiter, sondern wir machen da weiter, wenn wir jetzt mal über den großen Teich wollen. Über den großen Teich. Ja, weil wir haben ja dann noch ein Bauwerk, dann müssen wir dann schon über den großen Teich und dann müssen wir ja mit was hin. Dann ist das nächste, was wir Ihnen hier zeigen, fast originalgetreu. Ja. Das Schiff, was nie an einem Eisberg hätte vorbeifahren sollen.
Tja, das Schiff, ja, wo leider so viele Passagiere auch sterben mussten. Aber es lebt wieder hier bei uns im Studio. Sie können sich bestimmt noch an diese Szene erinnern, ne? Die altbekannte Szene. Wenn es Leonardo DiCaprio und Kate Winslet zuschauen könnten, die wären stolz auf uns. Definitiv. Neidisch wären sie, weil sie es viel besser gemacht. Genau. Und das ohne auf der Titanic vorne zu stehen. Keine Panik auf der Titanic. Wir haben hier 35 Teile, ist auch eine ganze Menge und das ist wirklich klasse. Also gerade wenn man das so in der Vitrine stehen hat als, ja, als schön Hingucker, dann ist das wirklich richtig toll. Und gerade in der Vitrine kann sie auch nicht verstauben. Auch da natürlich ganz detaillierter Schaumstoff gearbeitet mit den ganzen Bullaugen, die Seitenfenstern, die vier großen Schornsteine obendrauf, natürlich auch auf dem Deck zu sehen, noch so, ja, alles, was das, die Kräne, was sehen wir denn noch alles, wir sehen hier noch den Swimmingpool und. Das ist also alles wirklich sehr detailliert gemacht, sehr schön und wie gesagt, bei insgesamt 35 Teilen auch ganz schön knifflig, das zusammenzubauen. So, wenn wir jetzt mit unserer Titanic dann über den großen Teich gekommen sind, weil mit unserer Titanic kommen wir über den großen Teich. Ja, das stimmt. Dann laufen wir wo ein? Welcome America, welcome to the United States of America. Wir kommen natürlich nach New York. Ganz genau, zu unserer Freiheitsstatue, die auch extrem schön gemacht ist. Wer da schon mal drüben war und das live gesehen hat, den beneide ich, weil ich war selber überhaupt noch nie drüben. Ich leider auch noch nicht, aber Mensch, sag niemals nie. Wenn ich überlege, dass ich seit 23 Jahren in Brooklyn einen Cousin von mir leben habe. Und ich war bis heute noch nicht drüben. Ich habe 1996 einmal einen Flug gebucht und dann habe ich es leider Gottes nicht geschafft. Und seitdem ist der große Traum von der neuen Welt für mich immer noch einer. Ich werde es mir aber irgendwann noch mal angucken. Jetzt kannst du dein Lied aber wirklich singen. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals auf Hawaii. So ging es, glaube ich, ne? Ja, so ging das auch. Ja. Genau. Sehr schön. Also, hier auch detailliert gemacht, damit auch Ihre Kinder mal kapieren, aha, Freiheitsstatus von den Franzosen damals übrigens den Amerikanern geschenkt worden, als sozusagen Symbol der Freiheit. Und das ist ein riesen Bauwerk. Man kann ja oben auch in dem Kopf, gibt es ja diese Aussichtsplattform, da kann man reingehen. Auch das würde ich gerne mal machen. Sie sehen also fünf hochinteressante, lehrreiche Bausätze, die eben Köpfchen beanspruchen, dreidimensionales Denken, die Ihnen einen wunderschönen Zeitvertreib bieten, gerade zu Weihnachten, jetzt in der ruhigen Zeit zwischen den Tagen. Und da werden Ihre Kinder und Ihre Enkel sehr viel Spaß dran haben, weil, wie Sie es auch gerade sehen, es gibt ja auch eine ganze Menge zu diesen Dingen zu erzählen. Und wenn man sich dann vielleicht zu Hause mal so ein bisschen drauf vorbereitet, Wikipedia mal ein bisschen guckt, dann können Sie den Kindern und Enkeln eben auch wirklich traumhaft schöne, spannende Geschichten darüber erzählen. Ja. Weil auch das Brandenburger Tor hat natürlich seinen historischen Hintergrund. Alles hat einen tollen historischen Hintergrund. Übrigens, nochmal um auf New York zurückzukommen, da wurden ja auch sehr, das ist ja wirklich ein legendäres Wahrzeichen. Ich weiß nicht, wie viele Filme dort schon gedreht worden sind. Das ist wirklich Wahnsinn und ist natürlich auch ein Kultsymbol. Ja, natürlich. Und es gibt auch jemanden, der da auch schon runtergesprungen ist. Einen Österreicher, der sich neulich aus dem All gestürzt hat. Und er ist Gott sei Dank nicht erwischt worden, hat es mit der Handycam aufgenommen und er hat auch schon in... Lass mich dran, die war von Pearl TV? Bitte? Die Handycam war von Pearl TV? Die Handycam war nicht von Pearl TV, aber der gute Mann, dem sind Flügel verliehen worden durch seinen Sponsor. Das ist doch der Baumgartner, der neulich aus der Stratosphäre gesprungen ist. Und der ist auch damals hier schon von oben raus auch mal so als Basejumper gesprungen. Also auch da gibt es interessante Sachen. Aber historisch gesehen ist es wirklich so, Sie müssen sich die ganze Story von der Freiheitsstatue mal durchlesen. Das ist hochinteressant, warum Frankreich damals Amerika diese Statue geschenkt hat. Und da gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Und alles das, was diese Bauwerke hier so interessant macht, ist abendfüllend für große Kinder- und Enkelaugen. Das sage ich Ihnen sicher. Und vor allem, Sie vermitteln gleichzeitig noch Historie, Geschichte und Wissen. Das finde ich so toll bei diesen Puzzles, weil ich habe nicht nur den Spaß, Spiel und Spannung, wie es normalerweise in so einem kleinen Ei der Fall ist, sondern hier geht es auch wirklich ums Lernen, um was zu vermitteln und weiterzugeben. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Aber dafür gibt es hier nichts zu naschen. Das macht nichts. Egal. NC 99 31 und die 569, das ist die Artikelnummer für unsere historische Zeitreise hierher, beziehungsweise unsere Weltreise, wenn man es so nimmt. Genau. Und das bekommen Sie dann nach Hause. Das sind 5 Teile für einen kleinen, niedlichen Preis von unter 30 Euro. Ja, das ist eigentlich schon fast schade, dass wir das für diesen Preis verkaufen. Man muss wirklich mal sagen, normalerweise kosten diese 3D-Puzzle einzeln, also wenn man jetzt vielleicht auch ein paar mehr Teile drin, weil wenn man in der Größe jetzt zum Beispiel den Eiffelturm kaufen würde, die normalen sind schweineteuer, 60, 70, 80, 100, teilweise 150 Euro für diese Puzzle. Also kriegen Sie hier zu einem ganz günstigen Preis, eben das, was wir gesagt haben, Spiel, Spaß, Spannung, Historie und viel zu erzählen und eben anschaulich, das finde ich so schön. Ja, sehr schön. Weil, auch wenn Sie noch nicht da waren, dann können Sie trotzdem sagen, ich habe gerade eben einfach mal durchs Brandenburger Tor geguckt.
Oder Sie können auch sagen, ich habe durchs Brandenburger Tor durchgefasst. Wie viele Leute können das schon sagen? Kennen Sie? Ich habe durchgefasst und ich gucke auch nochmal durch. All diese Möglichkeiten. Oder zum Beispiel, ich habe einmal den Eiffelturm im Arm gehabt. Ach, schön. Ist das nicht schön? Oder ich habe einmal den schiefen Turm von Pisa gerade gemacht. Okay, wir ufern ab. 0180 51 51 und dreimal die 2. Das ist die Telefonnummer, wenn auch Sie ein schönes Geschenk noch suchen zu Weihnachten, zum Geburtstag oder welchen Anlass. Das wird den Kindern sehr viel Freude bereiten und Ihnen natürlich auch viel Spaß damit. Rufen Sie an.